So, meine lieben Freunde, ich begrüße euch zurück zu einem neuen Part von LEGO City Undercover. Wir stecken in einer Mission, in der wir vier, ja, etwas trottelige Banditen fangen müssen. Und wir sind auf, ja, zwei immens hohen Hochhäusern. Und wie ihr hier unten sehen könnt, wird eingeblendet, was wir in dieser Mission erreicht haben, ob wir diesen Legostein gefunden haben. Zwei Charaktere, einen haben wir schon gesehen, den wir aber nicht hierher holen könnten. Zwei Autos gibt's hier und vier irgendwas anderes, keine Ahnung. So. Ja, aber dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Ich denke mal, wir müssen später hier nochmal zurückkehren, um ein paar. Ach, da drüben sehe ich das, glaube ich, und die merken da noch nicht mal was. Ja, wahrscheinlich müssen wir später hier nochmal zurück. So, und jetzt bin ich immer gespannt, ob, ob er jetzt so, ja, er macht tatsächlich einen auf Mario. OMG. So, hier können wir uns doch auch rüber ein. Jawohl. Und dich habe ich schon gesehen, mein Freund. Um dich kümmere ich mich auch jetzt. Quatsch. Und dich. Und fangen tun wir dich auch. Okay. Jetzt haben wir so einen Punkt bekommen. Ich weiß nicht wofür. Wahrscheinlich, wenn man die Aufträge halt macht. So, dann machen wir das hier alles nochmal kaputt. Und das finde ich irgendwie ein bisschen blöd gemacht, dass er manchmal diese Dinger, dieses Ding da rausholt. So. Aber wir haben, geht schon, passt schon. So, beweg dich über dünne Stangen. Jetzt müssen wir mal wieder springen. Oh, und die Balance halten. Aber dann passt es schon. So, ne, jetzt dachte ich, bei dieser Satellitenschüsse könnten wir den. Oder Moment mal, ist hier vielleicht noch irgendwo? Sollte man hier überall mal gucken, aber es sieht nicht danach aus. Können wir vielleicht nur über das Fenster hier? Ne, sieht auch nicht danach aus. Aber wir müssen ja auch noch die letzte Satellitenschüssel finden. Warum glitzert das so? Naja, was soll's. So, das Ding können wir noch zerstören. Dann sollte man mal gucken, wo das ist. Ja, gut, aber da komme ich nicht zurück. Das heißt, ich muss wieder die Leiter nehmen. Zack, zack und zack. So, und dann über einen geschickten Salto kommen wir rüber. Aber ja, den Obermods. Ah, und da ist die letzte Antenne. Okay. Ja, der letzte Bandit, der will wohl, will wohl noch nicht. So, und jetzt haben wir einen weiteren Punkt. Okay, wofür wir das brauchen, ich habe keine Ahnung. Und diese Generatoren machen wir einfach mal kaputt, egal ob dann die Stromversorgung kaputt geht. So, da waren noch ein paar Klunker und dann gehen wir hier hoch über die Rutsche, machen wieder einen auf Sonic. Und wir hier gucken, drück wiederholt B. Okay, hier können wir irgendwie klettern hier, indem wir wiederholt B drücken. Wo? Wo? Man sollte hier immer drücken, aber warum, irgendwann hört der auf? Ich habe keine Ahnung, wieso oder weshalb. So, egal. Ich will ja zumindest die meisten haben. Okay, ich verstehe. Man kann also das nicht ewig machen. Aber zumindest sind wir schon mit dem Sprung hier drauf. So. Gut. So, und jetzt noch ganz nach oben. Alter, ist das heftig. Nicht so früh aufhören. So. Moment mal, da unten war doch auch noch was, ne? Ja, da sind ja auch noch Klunker. Ja, die möchte ich natürlich auch noch haben. Oh, ja, dann erstmal runter. Ach nee, da ist der. Ja, okay, ich möchte ja auch noch nicht rüber. Ich möchte. Jemanden zuzuwinken. Und immer noch kein Anzeichen der LEGO City Polizei. Ich bin schockiert. Wo bleiben Sie nur? Ja, wo bleiben sie nur? Sie sind erstmal Wir dabei, bleiben ein hier paar weiter am Secrets Ball zu und werden über erspüren. alles Wichtige berichten. Bis dahin gehen Außer wir ich komme jetzt erstmal nicht mehr zurück hoch. Das ins fände ich natürlich Studio. mega fail. Nee, geht. Okay. Ich dachte, ich komme jetzt nicht mehr hoch, weil das möchte ich mir schon noch ansehen, was hier ist. Hier über diese Leiter möchte ich mir schon noch ansehen. Aber den hier bin ich noch einsammeln, Chase, ne? Ja. So, jetzt möchte ich hier mal sehen, was hier oben ist. Hier am ganz höchsten Turm. Boah, da ist sogar die Brücke.
Ach, nur so einer? Oh, na toll. Naja. Gut, dann ist da halt eben nur so einer. Gut. Alles nur für Geld. Naja, was soll's. So, ja. Warum habe ich nur die Klappe so weit aufgerissen? Moment, jetzt schickt sich doch jemand der Lego City Polizei an, hier mitzumischen. Und es sieht nach. Oh, ey, das gibt's doch nicht, ey. Für Sie vor Ort Conrad Peters von den Kanal K Nachrichten. Aha, Kanal K Nachrichten, cool. So, ja, wieder schön balancieren. Oh, wenn er meint, was jetzt? Oh, wird das nicht hochgehen, der Aufzug? Oh, schade, geht er doch hoch. Für die Putz, für die Scheibenputzer. Ja, Chase sagt es. Aber sie wollen ja einfach nicht merken, dass ihre Tour nichts bringt. Ich bin schon so weit hochgekommen, deshalb werde ich dann auch noch so weit hochkommen. Boah, Alter, wie hoch geht das noch? Man sieht schon die Wolken. Alter Schwede. Hier wäre ein Notausgang. Oh, toll. Und die kann ich natürlich nicht bekommen. Was soll ich hier machen? Das ist schon wieder so ein Quicktime-Event. Wow. Oh. Hm. Nicht, dass der von hinten... Oh. Das würde ich nicht fühlen an deiner Stelle. Nicht, dass er dich runterzieht. Rex, wo ist er? Keine Ahnung. Er meldet sich nur per Telefon. Und wer weiß es sonst? Der hat seine Hand verloren. Blue, er ist im Albatros-Gefängnis. Geh zu ihm, aber lass mich bloß nicht fallen. Oh. Du scheinst ja gut informiert zu sein. Naja, ich schnapp das ein oder andere auf. Na, jetzt wohl nicht mehr. Oh, hey. George? George Vater Bensonberry? Hey! Lange nicht gesehen, Dave. Erst mal die Hände da. Ist ja fast schon brutal. Spezialauftrag, Rang auf den Dächern, Level abgeschlossen, freies Spiel freigeschaltet, Polizeimarkenanteil 1, 2. Ja, ich denke, es wird die Aufgabe sein, da nochmal zurückzukommen. Und wir haben 67%, also zwei Drittel. Oh. Und goldene Steine, einen von 400, ne, zwei, weil wir das Level abgeschlossen haben. Story fortsetzen. Ja, natürlich, wenn wir dann im freien Spiel nochmal dahin gehen. Und dann können wir auch mit anderen Charakteren dahin gehen. So war es bei den früheren Lego-Teilen in den Missionen. Ja, und dann werden wir das natürlich auch hier machen. Aber erstmal dürfen wir mal wieder schön den schönen Ladescreen anschauen. Ach ja. Aber wir haben ja schon ein paar Details bekommen. Diese Banditen haben also für Rex Fury gearbeitet. Diesem berüchtigten... gemeingefährlichen Banditen, den wir ja, der ja der Hauptbandit des Spiels ist. Hm, das ist sehr interessant. Mal sehen, was wir da, wie wir ihn erreichen können. Gut. Freigeschaltet, Parcours. Ja, das war ein Parcours. Ach, und wir sind in der Polizeistation. Halte nach blauen und weißen Lego-Objekten Ausschau. Okay. Ja, das sollten wir dann mal tun. Aber ich glaube, es geht weiter mit dem Cutscene. Achte auf rote Wiederholungsspielmissionen auf der Karte deines Video-Gamepads. Sie zeigen abgeschlossene Level an, die du noch einmal absolvieren kannst. Okay, habe ich ja schon gesagt mit dem Freispiel. Berühre und halte ein Wiederholungsspiel auf der Karte und Weg dorthin. Ja, okay, ist auch klar. Da kommt man da... Das Navigationsgerät. Kapitel 3. Gehe direkt ins Gefängnis. Gehe nicht über los und ziehe keine 2000 Euro ein. Das hat jetzt mal so gepasst. Hey, Chase. Hab dich gerade im Fernsehen gesehen. Sahst etwas blass aus. Ja, muss ins Albatros ge- Ja, damit begrüße ich euch zurück zu Lego City Undercover. Ich musste ja einmal kurz cutten. Aber jetzt geht's weiter. Nach diesem kurzen Ladebildschirm.
Ja, und zwar hatte uns gerade eben Frank Honey angesprochen und da musste ich mittendrin unterbrechen. Ich hoffe, ich kann mir das jetzt nochmal anhören, ansonsten ist das wohl weg. Auf jeden Fall haben wir ja gesehen, dass es eine bestimmte lustige Kletteraktion jetzt am Polizeipräsidium gibt und das möchte ich mir ja unbedingt ansehen. Ja, ich kann mich nur daran erinnern, dass Frank erzählte, dass er uns im Fernsehen gesehen hat, wie cool wir doch waren und diese Verbrecher gejagt haben, was er nicht schafft. Und bei dem kann ich mir das auch nicht vorstellen. Naja. Mal sehen. So, und jetzt hoffe ich mal, dass der Ladevorgang jetzt gleich vorbei ist. Gut. Müsste jetzt bei 90% sein. Ja, also. Ich habe ja schon erwähnt, dass das nicht ganz so toll ist. Aber gut, es ist wahrscheinlich unvermeidbar. Aber naja, was soll's. Jetzt geht's weiter. Und ich glaube, wir sind sogar beim Polizei. Kapitel 3, gehe direkt ins Gefängnis. Da habe ich auch gesagt, war ich ja noch, nehme... Jetzt ist er. Ja, muss ins Albatros-Gefängnis. Hast du eine Ahnung, wie ich da hinkomme? Keine Ahnung. Ich frag ihn mal. Und wenn er davon nichts erfährt? Okay, stimmt. Einen Weg gibt es. Warte, gibt es vielleicht einen Weg, ohne dass der Chief davon erfährt? Hinter der Polizeistation. Sagst du dem Chief nichts davon? Und dann? Okay, viel Glück. Und wenn du Ellie siehst, grüß sie von mir. Du. Oh Gott. Ja, also muss man bei ihm noch was sagen? Naja. Ich sag mal nichts dazu. Also, wir sind jetzt hier im Polizeipräsidium und dank dem lustigen Frank weiß ich jetzt auch nicht mehr, was ich sagen wollte. Hier sind sogar auch Gefängnisse, OMG. Und da ist so ein Ding, das möchte ich haben. Oh, oh mein Gott, ey. Warum sperrt man halt so ein Symbol ein und so einen roten... Ach, egal, so einen roten Stein. So, ich will auch mal kurz mal rein. Hier kann ich doch rein, jetzt zur Polizeistation. Bist du sicher, die ganze Fortschritt... nö, dann lasse ich das lieber, wenn dann was verloren geht. Das ist auch irgendwie komisch im Speichern irgendwie. Das habe ich auch noch nicht ganz gecheckt. Naja, gut, unsere Aufgabe steht jetzt darin, hinter dem Polizeipräsidium lang zu laufen. Und warum ist es hier nass? Naja, egal. Und da irgendwie in den Hafen hier hinzukommen, wo wir ja noch nie waren. Wie wir da reinkommen... weiß ich auch noch nicht. Aber jetzt muss ich erstmal hier noch gucken, was wir hier haben. Eine lustige Mülltonne mit vielen Steinen. Ja, und ich glaube mal, da sehe ich einen versteckten... Oh, hier können wir was bauen. Schick. Ah. Ich glaube, ich habe ein Secret entdeckt. Oder wo es sogar weitergeht, glaube ich. Also, ja, hier geht's weiter. Ja, hier müssen wir wohl lang. Lovebeard, Chase McCain. Ah, wie lange ist her? Wir haben uns doch heute Morgen gesehen. Ah, das ist 6 Stunden her. Was machen Sie denn hier? Ich wollte mal was anderes machen. Ich bin jetzt Albatros und bringe kleine und große Halunken rüber zum Albatros-Gefängnis. Super, die Fähre. Cool. Ach, das hat man, glaube ich, in einem Trailer gesehen. Das sah, glaube ich, auch cool aus. Du kannst mir nicht zufällig eine neue bauen, oder? Hey Ellie, haben wir hinter der Polizeistation welche von diesen Superstein? Ich muss die Fähre wieder zusammenbauen. Okay, ab jetzt kannst du deinen Kommunikator als Datenscanner einsetzen. Boah, das ist ja cool. Jeden Superstein in der Nähe anzeigen. Berühre die Datenscanner-Schaltfläche auf dem Kommunikator und folge den Anweisungen, nachdem ich auflege. Boah, das ist ja mal cool. Den werde ich wahrscheinlich häufig nutzen, den Datenscan, weil diese Steine sind ja wichtig. So, ganz oben links ist das... Ach so, ist das gleiche wieder wie das mit den Verbrecherjagen, okay. Okay, ist jetzt leider unpassend, dass ich... Ja, ich habe ihn gefunden. Ich muss mich ja nur leider komplett um 180 Grad drehen, aber naja, gut. Ja, der ist nämlich da drüben und wenn ihr... Ja, ihr seht schon aufblinken.
Ja, was du auch immer sagen willst, weiß ich nicht. Ich möchte jetzt eben noch die Klunker hier einsammeln. Nochmal gucken, was der eine dazu sagen hatte, bevor ich jetzt diesen Stein einsammle. Nochmal schön hier kaputt machen, was zum kaputt machen geht, aber mehr geht hier nicht. So, da kann ich mir hier doch bestimmt noch ein paar von diesen machen. Boah, wie das Wasser aussieht. Boah. Habe ich ja schon damals gesagt, dass das geil aussieht. Oh ja, warum ist da ein Hai? Oh, ja, cool. Ist da erstmal ein Hai. Naja. Lieber spät als nie erfahren. Dass ich da nicht ins Wasser rein darf, weil mich sonst ein Hai verspeist. So, jetzt wollte ich nochmal hier oben lang. Und dann würde ich sagen, sammle ich den Stein ein. Und dann muss ich auch langsam den Part beenden. Aber naja, gut, das kann ich jetzt hier nochmal. Genau, da sind die doch. Komme ich da hoch eventuell? Nö. Nö, komme ich leider nicht. Ja, wahrscheinlich werden auch die Steine von Wichtigkeit sein. Ich hoffe, ich habe genug. Ah, da komme ich leider auch nicht rein. Oh, wie die alle hier trainieren. Aber hier gibt es eine Menge Zaster. Die sagen aber alle nichts. Dann nicht. Okay, hier können wir wieder klettern. Wie Mario-Style. Und dann kommen wir hier hin. So, und was ist jetzt hier? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ach, ist das nicht auch so ein Superstein? Ja, umso besser. Dann haben wir sogar gleich zwei. Den habe ich jetzt nämlich nicht gesehen, aber gut. Nein, das war jetzt nicht gut, Chase. Das war jetzt ganz und gar nicht gut. Jetzt bin ich wieder auf der anderen Seite. Was ist hier? Ach so, habe ich wieder eine Rufsäule. Ja, dann baue ich die mal eben. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Aber das müssen wir ja auch noch tun. Aber ich hoffe, dass, Senior. Goldene Steine plus 3. Ich hoffe, jetzt habe ich absolut keinen Fehler gemacht, weil jetzt habe ich keine Steine mehr. Wenn das echt jetzt der Fall sein sollte und ich habe jetzt echt mir was Falsches gemacht, ja, dann werde ich halt offscreen mal ein paar von diesen Steinen farben gehen. Ich hoffe, jetzt habe ich echt keinen Fehler gemacht. Und ich hoffe, ich brauche jetzt nicht welche, aber eigentlich wäre das ja unlogisch. Also, jetzt heißt es Daumen drücken. Daumen drücken. Daumen drücken. Ich kann mir da bestimmt auch eine Abkürzung machen. Oder wenn ich da einfach runterspringe. Ja, geht doch. ja, super. Und, ja gut, also ist ja jetzt nicht so wichtig. Eigentlich könnte ich auch später machen, aber... Weil an den Stein komme ich mit Sicherheit nicht. Da mehr wieder draufhauen. Kommen da wieder Steine raus, aber warum das da jetzt ist, keine Ahnung. Weil hier komme ich ja eigentlich nicht durch. Und hier ist recht nicht. Merkwürdig. Naja, gut, wir haben ja jetzt so einen Stein. Naja, gut, was soll's. Mal gucken, ob wir das jetzt bauen können. Werde wohl eine Weile hier im Hafen festsetzen. Ja. Dann tu das. Oha, wir brauchen 15.000 Steine. Ja, das ist ja jetzt nicht so super. Ja, dann würde ich mal sagen, ich würde mal jetzt offscreen nach solchen, so ein paar Steine farmen. Und dann würde ich sagen, oder Moment noch, was haben wir hier noch? Das werde ich mir jetzt nochmal eben angucken. Komme ich vielleicht hier noch zu einem geheimen Steinereservoir oder... Oder muss ich jetzt gleich auf Zerstörungstour gehen? Okay, da haben wir so ein... Ach, so ein Ding bringt auch nochmal 1000 ein. Okay, das finde ich interessant. Ja, okay, gut, aber...
Dennoch werde ich wohl sagen, ich beende jetzt den Part und werde da mal versuchen, viele von diesen Steinen zu farmen. Ich gucke aber natürlich nochmal, ob es eine bessere und einfachere Methode gibt. Ja, und wenn nicht, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder, wenn ich 15.000 von diesen Steinen gesammelt habe. Es war wohl tatsächlich ein Fehler, hätte aber nicht gereicht. Ja, ich hoffe, wir schaffen das irgendwie. Ja, dann noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. OMG.